So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dying Light. Wir sind hier in dieser kleinen Safe Zone und müssen uns jetzt auf den Weg machen, um den Auftrag für Rice zu Ende zu bringen. Was macht der Zombie da? Er boxt einfach die Luft. Ist der behindert? Egal. Wir haben jetzt andere Sorgen. Ein Ruder. Okay. Ich frage mich, ob es irgendwo einen Polizeiwagen gibt. How you doing, mate? I'm running errands for Rice. He wields a lot of power, scares a lot of people. Damn right he does. Listen, mate, time's getting short. We're almost out of antizin. As much as I hate to admit it, I'm getting worried. Look, I'm doing the best I can out here, Brecken. I know, I know. I understand. I just want you to be aware of the stakes. I'm infected too, remember? Believe me, I'm motivated. Alright, alright. Here's hoping you can make it back to the tower soon. Mach ich. Was haben wir denn hier? Mull. Dann kann ich jetzt dieses Ding craften, was auch immer das ist. Aber ich gehe zuerst noch ein bisschen weiter. Hier sind mir zu viele Zombies, wenn ich ehrlich bin. Dann gehen wir mal hier hoch. Gut, hier oben sollte ich ganz kurz meine Ruhe haben. Da ist ein Police Car. Das würde ich richtig gerne looten. Okay, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich werde mal ganz kurz dieses Ding jetzt machen. Schweißermod, was ist das? Ist es wieder besser oder was? Feuerstufe 2, Feuerstufe 2. Leuchtstabmod. Was sind das denn für Sachen? Auf einem Rave sollten sie vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Zur Dekoration und im Brandsetzen von Zombies jedoch hervorragend geeignet. Ah, das sind so Waffenmodifikationen. Ich verstehe. Erweitert ihren Angriff um einen schwachen Feuereffekt und eine schwache elektrische Entladung. Das ist cool. Ja, dann werde ich aber sowas hier machen. Weil das ist Feuerstufe 2 und kostet nur ein kurzes Messer und das ist eh nicht gut. Und darauf kann ich das drauf machen, auf die simple Hacke. Dann mache ich das mal da drauf einfach. Ich will es einfach mal ausprobieren. Oh, vielleicht war es jetzt nicht so eine gute Idee, aber... Simple Hacke modifiziert, die kommt jetzt da rein. Lol, wie geil sieht das denn aus? Ach du Scheiße. Wie hart zerstöre ich Zombies damit? Pass mal auf, wo ist mein Zeug hier? Da. Hau ich mir jetzt so einen Trank ran. Und jetzt will ich damit ein paar Zombies zerlegen. Wow, das sind ein paar viele. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay, pass mal auf. Jetzt eine andere Waffe. Die Typen hier will ich ausschalten. Ich will unbedingt dieses Polizeiauto looten. Komm her. Die kommen nochmal. Noch nicht genug. Der ist jetzt weg, so. Okay. Sieht doch schon mal besser aus. So, was ist hier noch drinnen? Schnur, nice. Kann ich das hier auch öffnen? Ja, Tatsache. Die Kofferräume kann man ziemlich viele öffnen. Nice. Sprühdose ist auf jeden Fall gut und elektronisches Bauteil lohnt sich auch oft, habe ich schon gemerkt. So.
Das Ding will ich jetzt aber nicht reparieren. Ich gebe mir zuerst... Ich mache lieber mal alle Dinge so ein bisschen kaputt, die ich noch habe. Bevor ich irgendwas zu reparieren anfange. Okay, die sind komplett zerstört. Komm mal her. Ist das dein Ernst? Nee, der lebt nicht mehr, okay. Ich dachte schon, der lebt noch. So. Kleines Stück noch. Jawohl. Und offen. Eine Tasche? Nein, Money, einfach nur, okay. Und das hier will ich auch noch haben. Okay, linke Seite sieht schon mal nicht so aus. Da ist es. Noch ein Stück. Okay, hab's in etwa gehabt jetzt. So. Ne, Stück weiter nach oben. Stück nach oben. So. Jawohl. Was haben wir hier? Ein Cricket-Schläger nur. Ah. Das ist aber nicht so das Beste jetzt. Nein! Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich habe mich verdrückt. So. Cricket-Schläger hier ran. Dich nehme ich mit. Jetzt kommt der Kollege hier schon an. Okay. Dann ist es Zeit weiterzugehen. Schade, dass da nur so Müll drin war. Okay, pass mal auf. Pass mal auf. Euch zeige ich jetzt mal, was eine Hake ist, okay? Ich bin hier, um euch fertig zu machen. Wart ab. Komm her. Na, was sagst du jetzt? Kommt er jetzt doch zurück? Nee, tut er nicht. Was haben wir hier? Berserker, okay. Soll er abhauen? Ist mir recht. So. Weiter im Kontext. Wir müssen hier noch eine Menge Strecke zurücklegen, glaube ich. Und so lange haben wir nicht mehr Zeit. So. 58 Meter. Okay, ja, so weit ist es gar nicht mehr. Das geht eigentlich voll klar. Ist das hier eine Sicherheitszone? Tatsache, ja. Nice. Hopp. Hier hoch. Wow. Wo ist das? Ist es im Tunnel oder ist es außerhalb? Ich glaube, das ist außerhalb. Hier hin, ne? Oder ist es im Tunnel? Es scheint im Tunnel zu sein. Verdammt, okay. Oder hier unten? Nein, es ist definitiv im Tunnel. Okay. Dann wieder zurück hier hin. Oh, da ist ein starker Zombie. Na, dann komm mal ran hier. Aber auf so hässlichen Boden zu stecken, ja? Alles klar. Das Ding würde ich ganz gern knacken. Ja. Fuck. Wo ist es? Hä? Wo ist es denn?
Was hier? Nee. Lol. Ich verkacke gerade maßlos. Wo ist es denn? Hier ist es. Lol. Nee, ein Stück noch. Das war zu viel. Fuck. Wo ist es? Komm. Ja. Nein. Ein Stück noch. Nach rechts. Nein, noch ein Stück. Okay, nein, es ist nach links. So. Hä? So, okay, hab's. Das war nicht so einfach. Pistolenmunition, sehr schön. Oh, der ist stark, der Cricketschläger. Nice. Dann tausche ich das mal kurz mit dem. Dann tue ich den hier weg. Dann nehme ich den hier mal mit. So. Wow. Das Ding ist ein Biest. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir das jetzt auch brauchen werden. Machen wir da mal lieber zu. Was ist das denn hier? Ich habe ein unwohles Gefühl. Ich sollte mal... Moment. Was habe ich hier drinnen? Armeewurfmesser. Tauschen wir das noch aus gegen einen brennenden Wurfstern? Ne, Moment, das nicht. Das da tausche ich aus mit den Böllern. So. Hier werden nochmal Schloss knacken. Das nehme ich nochmal mit. Okay, ein Stück noch nach rechts. Hab's, nice. Ich lerne dazu, Leute. Ich lerne dazu mit dem Schlossknacken. Zigaretten, okay. Nicht das Allerschönste, aber besser als nichts. So. Bevor ich da reingehe, loote ich hier mal alles. Weil wer weiß, ob ich hier nochmal zurückkomme. Ich kann einen neuen Gegenstand herstellen, okay. Ich glaube, ich werde mir hier mal auf die Waffe, auf diesen Cricketschläger, ein Upgrade machen. Stufe 1, Stufe 1, Stufe 2, Grobian mache ich mir dann da drauf. Richtig? Bessert alle Werte der Waffe. Stufe 1. Stufe 1, Schaden und Haltbarkeit. Okay, das ist das Beste dann. F6. Und zwar... Oder kann ich drei Sachen reinmachen? Dann mache ich da mal alles rein einfach jetzt. Dann habe ich eine richtig starke Waffe. Das sollte gut funktionieren. So. Ja. Das Ding ist jetzt richtig stark. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, ne? Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt brauchen werde. Ich weiß nicht, warum. Genau deshalb. Kareem, I just saw something I've never seen before. This huge, bloated infected just fucking exploded. Yeah, we call them bombers. Some of our guys use them to kill other infected. Shoot them, and they take out everything in a 3-meter radius. You kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody. Just fucking zombies. Alles klar. You'll have to go to the village directly, I suppose. Look for a man named Gerson. Okay. Aber bevor wir das machen, beende ich die Folge wieder. Ich weiß, ihr hört das nicht gerne, aber ich habe nicht so viel Zeit, um so lange Folgen zu machen. Das tut mir aber so leid, aber so ist das nun mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und ansonsten gehen wir nächstes Mal ins Fischerdorf. Bis dahin, haut rein und tschüss.